Restaurant nun erhältlich. Chez Lama ist die ultimative kulinarische Adresse für deine Sims. Zieh dich schick an und koste die neueste experimentellen Kreation des Küchenchefs. Du findest dieses und andere Restaurants unter meine Bibliothek in der Galerie. Das Grundstück jetzt platzieren. Dieses Grundstück in der Welt platzieren. Spielwelt nutzen. In Welten verwalten kannst du alle Grundstücke verändern und die Lebenssituation aller Bewohner der Welt beeinflussen. Wir geben dir einen kleinen Überblick. Du kannst auf ein beliebiges Grundstück klicken. Na, wenn du auf ein beliebiges Grundstück klickst, werden dir die Optionen angezeigt, mit denen du es verändern kannst. Klicke auf ein Grundstück. Tolle Akustik. Öffne den Baumodus, um Objekte in der Galerie. What? Verwirrt? Ersetzt Michu Meadows. Wird gebaut. Erstmal willkommen zurück zu Sims 4. Ich bin verwirrt. Was ist das? Wir machen jetzt den Park platt. Wer braucht Parks? Wie lange dauert das denn? Ich meine, klar, es hat was mit Realismus zu tun, aber... Wellness Center ist nun erhältlich. Das Wellness Center Perfekte Balance ist der ideale Ort für deine Sims, sich bei Massagen, Sauna und Yoga zu entspannen. Du findest das Wellness Center und andere Grundstücke unter meiner Bibliothek in der Galerie. Das ist ja toll. Kann ich jetzt? Darf ich jetzt spielen? Nein? Darf ich jetzt? Darf ich da jetzt hin? Zu Hause. Auch zu Hause. Darf ich das jetzt spielen? Angst. Angst. Und ist der Tag in der Zeit weitergelaufen? Nein, wir gehen nicht auf Reisen. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Wenn wir Geld verdient haben, können wir auf Reisen gehen. Ich bin... drücke G, um das Gitternetz im Baumodus ein- und auszublenden. Das ist ja wundervoll. Aber du hast doch geschlafen. Geh bitte schlafen. Nachdem du geschlafen hast, kannst du gerne... Anja Young, ich habe gehört, dass in den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Sollen wir vorbeischauen? Nein, danke. Ich schläft jetzt erstmal. Oh, ich wurde zum Blogger befördert. Also Michael. Wurde befördert und ist jetzt Blogger. Er verdient 7 Simoleon mehr die Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 32 Simoleon pro Stunde ergibt. Er erhält zudem folgenden Bonus, 704 Simoleon, Steinzeit-Prozessor-Suche. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 11. Welchen Tag haben wir denn? Fragt sich, ob wir rüberkommen und ab...
Nee. Nee, danke. Ich muss jetzt erst nämlich um Michael kümmern. Michael hat Hunger. Michael, isst doch mal was. Du kannst die Reste nehmen. Und dann kannst du eigentlich Witze schreiben. Was willst du denn machen? Du willst einen Tag Urlaub nehmen. Du willst immer noch jemandem Wohnungsschlüssel geben und du willst jemanden umarmen. Okay. Oh, und das da kannst du mal bitte aufräumen. Das sieht aus, als ob es stinkt. So, Hanna, wie geht's dir? Du schläfst. Aber du kannst ruhig mal aufstehen. Und dann kannst du auf Klo gehen. Und eine dampfende Dusche nehmen. Was willst du denn? Du willst Schach spielen und du willst jemandem Schlüssel geben. Ey, ihr mit eurem Schlüssel, Alter. Warum? Ich raff's einfach nicht. Du fühlst dich unwohl. Ja, deine Hygiene leider. Das habe ich verstanden. Michael? Hör bitte auf zu schreiben und räum das da auf. Du kannst danach gerne Witze schreiben, aber räum bitte erst das da auf. Und weil du auch mit der Geige üben kannst, macht dir Geige spielen Spaß? Geht's Hanna? Hanna duscht, okay. Hat die Geigenfähigkeit erworben. Aufgrund seiner neuen Geigenfähigkeit kann Michael jetzt auf dem Instrument spielen. Mit höheren Fähigkeitsleveln werden neue, damit verbundene Interaktionen freigeschaltet. Nein, du hast nicht die Fähigkeit freigeschaltet. Das hört sich grausam an. Oh, du willst irgendwas Tolles? Techtelmechtel mit jemandem finde ich auch super. Michael, du bist grauenhaft. Kann ich dich umarmen? Okay, hier, Techtelmechtel. Wenn Hanna fertig gegessen hat. Du kannst ja in der Zeit, während der noch übt, ein bisschen Schach... Sind nicht genug Stühle vorhanden. Ich brauche Stühle, um Schach zu spielen. Im Stehen kann man nicht Schach spielen. Wer das noch nicht wusste, im Stehen kann man nicht Schach spielen. Der Liebessitz ist ein Zwischending zwischen Sessel und Zweisitzer und passt perfekt für ein erstes Date. Okay. Gibt's den in Lila? Rot. Nehmen wir ihn in Blau, dann passt er immerhin zum Dingens.
Ah, jetzt willst du nicht mehr Schach spielen. Jetzt willst du befördert werden und von einer Idee erzählen. Dann erzähl doch Michael von... Brillante Idee mitteilen. Also Michael, hör mal bitte auf. Du möchtest auch Bücher zu Ende lesen. Quaver Vimps Ziffle. Oh, Moosh Pepso. Du hast immer noch als Tagesaufgabe Bücher lesen. Und Hannah hat als Tagesaufgabe Daten durchsuchen. Plaudern? Du sollst nicht mit ihr plaudern. Oh, Michael ist müde. Vor allem finde ich so geil, sie möchte ein Techtelmechtel mit jemandem. Jetzt aber auch übrigens nicht mehr. Ist schon vorbei. Und ein Fernseher ist eine Notwendigkeit in einem Haus, ja? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich der Grund, warum ich keinen Fernseher habe, weil es eine Notwendigkeit ist. Warte, irgendwas passt daran nicht. Schlussfolgerung ist irgendwie seltsam. Super, ihr pennt jetzt beide. Nein, du bist wieder aufgestanden. Dann kannst du ja jetzt... Hä? Da ist doch... Okay, du kannst auf dem Sessel nicht spielen. Okay, dann... Geh doch bitte... Geheimdienst-Datenbank durchsuchen. Mach das mal. Irgendwelche Stühle, die nicht super hässlich sind. Ach, das sind Wohnzimmersessel. Und du kriegst natürlich auch einen Fernseher. In der Theorie. Ach nee, ich muss auf Elektronik, nicht Apparate. Aber die sind alle voll teuer. Okay, Hanna. Du wolltest einen Fernseher. Dann gibt's jetzt erstmal nichts mehr. Ich will denn noch einen Blasenmacher kaufen. Vergiss es!
Du hast das jetzt erstmal. So, und dann kannst du gerne Schach spielen. Weil inzwischen hast du ja, Gott sei Dank, so, ich muss aber gleichzeitig... es ist 1 Uhr nachts. Geh mal bitte schlafen. Wie weit bist du denn mit Daten durchsuchen? Wenn ich so bei 25% bin, würde ich sagen... Oh, du willst auch Level 2 der Logik erreichen. Dafür musst du Schach spielen. Okay, dann hör mal auf mit den Daten. Wie geht's Maike und seinen Bedürfnissen? Ganz gut. Der kann aber auch ausschlafen. Hanna hat Logikfähigkeit. Wenigstens etwas. 3 Bücher zu Ende lesen. Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Okay. Du musst aber in du musst in 6 Stunden arbeiten. Okay, Süße, tut mir leid, aber du musst jetzt schlafen. Geh jetzt schlafen. Dafür musst du konzentriert sein. Oh, 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 du musst aufstehen. Du musst aufstehen. Du musst gleich los. Scheiße, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Kannst du schnell? Ich glaube, schnell kannst du genau gar nichts. Schnelle Mahlzeit. Käsecracker. Du musst jetzt arbeiten, ne? Okay, reicht. Arbeiten. Bis spät dran. So, Maike, du könntest mal aufstehen. Du bist nämlich ausgeschlafen und musst auf Klo. Und du musst nachdenklich duschen. Hanna? Hanna, hör auf zu essen. Geh arbeiten. Um Himmels Willen. Geh arbeiten.